Ja. Ich komme einfach nicht dazwischen, hier einmal mit reinzukommen hier bei den Leuten. Die sind immer so schnell. Entweder sitzen die alle nebeneinander oder sie sitzen alle in einem Raum. Also, jetzt lass mich mal endlich ein bisschen mitspielen. Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten, im Clan Owel Teuton beim Spiel Clash Royale. Ja, ich bin einfach immer ein bisschen zu langsam, habe eben schon mal rumgebettelt, dass mir jemand oder dass ich hier mal in einem Spiel mitmachen kann, aber irgendwie bin ich immer ein bisschen langsam. Es sind 6 Leute online von 50 und ich wollte eigentlich noch ein bisschen was dazu beitragen, hier in die Clan-Truhe reinzupacken, und ich komme einfach nur dazu, immer zuzuschauen, weil ich immer ein bisschen zu langsam bin. Und entweder spricht man das ab oder man ist einfach schnell genug, dass man hier schnell klicken kann, bin dabei. Meine beiden Jungs haben einfach keine Lust mit mir, das diesmal auszutragen. Das finde ich sehr schade, weil vor allen Dingen der eine jetzt schon ein ganz gutes Deck hat. Mit dem habe ich heute schon mal hier so ein bisschen was gerissen. Und ja, das ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man hier wartet. Wir können hier aber mal eben bei mir in den Status reingucken. Ich bin noch Arena 9, habe ein bisschen Pokale verloren, spiele jetzt auch ein ganz komisches Deck, auch noch nicht gespielt, werdet ihr aber gleich sicherlich sehen, wenn hier denn endlich der nächste fordert. Ihr seht das selber. Oh, Entschuldigung, wir sind hier hart dabei und müssen noch 13 Plätze füllen. Jetzt kann man sich auch nur wieder ansehen und jetzt hoffe ich ja, dass ich mit einem endlich mal da reinkomme. Aber wie gesagt, das geht hier immer so schnell. Und die Jungs haben aber schon wieder einen Punkt hier mit dazu beigetragen. Und so, jetzt bin ich damit drin. Jawohl, ich bin dabei. Ah, okay. Oh. Ja, die Leute, vor allen Dingen die jüngeren Leute hier, spielen viel, viel besser Clash Royale als ich. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich mit denen zusammenspielen kann. Ich kennen sie auch nicht wirklich und ich kenne nicht wirklich deren Strategie. Aber wir gucken mal, dass wir hier was reißen. Mal sehen, ob wir hier nicht so ein bisschen was dazu beitragen können hier. So, den Dicken müssen wir hier auf jeden Fall mal ablenken. Und kurzfristig einmal den Frost gesetzt. Ja, der Frost ist in der Defense auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe das Deck ja hier so ein bisschen als Offense-Deck eigentlich eingesetzt oder will es eigentlich so einsetzen. Aber hier in den Clan-Battles, da geht das natürlich nicht unbedingt. Und deswegen bauen wir jetzt in dieser Phase noch kein Elixier auf. Mal gucken, er ist unserem Turm da schon ein bisschen näher. Das heißt, wir pflanzen mal hier in die Ecke unseren Lava-Hund. Mal gucken, ob wir was durchkriegen hier. Er kommt jetzt mit Bodentruppen. Ist sicherlich nicht schlecht. Aber wir kontern hier jetzt unseren Loon schon mal, in der Hoffnung, dass der ein bisschen durchgeht oder auch einfach nur Schaden macht. Ja, an der Stelle ist das ja auch nicht schlecht. Und der Gegner kommt uns aber hier schon bitterlich nahe. Da müssen wir eben mal frosten hier, dass die Bodentruppen hier ein bisschen mehr machen. Und ja, wie gesagt, man spielt ja nicht zusammen und tut, was man da kann. Alter, das geht ja aber hart zur Sache. Ich habe natürlich jetzt nichts, wo ich mit defenden kann hier. Oh nee, der zieht jetzt auf unseren mittleren Turm. Das ist natürlich scheiße. Ich habe auch keinen Sepp und gar nichts dabei für solche Geschichten hier. Kann ihn jetzt nur ablenken. Valkyrie geht aber unten durch. Und da müssen wir mal gucken. Da muss ich wohl doch ein bisschen Elex aufbauen für mich. Dass wir hier... Ah, wir sind aber gar nicht mal so schlecht dran. Hier an den an beiden Türmen. Und aber er hat an unseren unteren Turm auch nicht mehr wirklich viel zu schaffen hier. Muss man dazu sagen. Ich komme jetzt hier mal mit dem Hund. So. Jawohl. Oh, er ist aber hier unten an unserer Pumpe jetzt dran. Das ist aber nicht so schlimm. Megalakai einmal nachgezogen. Oh, ich hab den Frost einfach nie rechtzeitig, dass da noch ein bisschen was geht. Ah doch, da oben gehen noch 2, 3 Puppies durch, okay. Aber wir müssen verteidigen. Und ich würde sagen, trotzdem nochmal eine Pumpe.
und hier noch ein bisschen was zur Ablenkung hing. Gesetzt, was haben wir noch? 5 Sekunden. Ah, wir haben verloren. Scheiße. Ah, tolle Wurst. Mist. Ah, ja, okay. Da quengel ich mich hier dass ich hier mitspielen kann und dann verlieren wir natürlich. Ah, das, da kann man nichts machen. Okay, ist ein... ja, nee, im Moment nicht. Und ich wechsle mal eben das Deck. Das kann man hier ja einfach mal machen. Und ja, ich nehme mal dieses Deck hier, glaube ich. Ich nehme mal das Deck mit in den nächsten Kampf hier. Und da warten wir mal ein paar Sekunden und dann sind wir sicherlich gleich wieder mitten in einem Kampf. So, wir sind wieder dabei. Ich war jetzt diesmal ein bisschen schneller, habe einfach einen Cut gemacht. Und ich bin jetzt mit Frechdachs unterwegs, okay. Hab das Deck gewechselt, immer noch so ein bisschen luftiges Deck. Aber mal gucken, was wir mit dem Deck überhaupt reißen können. Er kommt hier verstärkt mit Lufttruppen. Wir ziehen hier mal so ein bisschen nach. Verstärkt mit Bodentruppen, Entschuldigung. Das sind natürlich Bodentruppen, die der Gegner gerade schickt. Und wir ziehen hier mal ein bisschen nach. Gucken mal, oh, er kommt mit einer dreifachen Musketierin. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Und Koboldgang dahinter, ja, das sieht schon ganz gut aus. Der geht in jedem Fall durch. Wir ziehen hier mal den Megalakaien durch. Der Lava-Papi platzt in jedem Fall auf und macht hoffentlich ein bisschen, stiftet ein bisschen Unruhe, so muss man es ja sagen. Ja, so ein bisschen macht er was, okay. Das war gar nicht mal so übel. Und den ersten kleinen Push haben wir schon ganz gut gewonnen. Hier auf die Jungs. Was sicherlich jetzt nicht schlecht war. Wir ziehen immer das Kampfholz nach für die Bodentruppen hier, dass die nicht ganz so stark durchgehen. Aber er kommt hier vermehrt mit Luft. Das ist natürlich doof. So, jetzt muss die Koboldgang ein bisschen was reißen hier. Macht's auch, aber er hat auch fast unseren Turm. Also da müssen wir sicherlich gleich mal mit dem zweiten Turm schon mal beginnen. Er kriegt jetzt in jedem Fall unseren Turm hier. Da können wir uns jetzt nicht wirklich gegen wehren, glaube ich. Mal gucken, wir ziehen hier mal die Jungs hier rein. Und so ein bisschen zur Ablenkung das und das. So, mal schauen. Ja, er will sich jetzt erstmal den Turm holen. Das ist sicherlich nicht schlecht von ihm gemacht, aber... Wir kommen da drüben schon mal so ein bisschen weiter. Er lenkt da jetzt zwar stark mit Bodentruppen ab. Das macht aber nichts. Koboldgang hinten am Turm gesetzt. Und oh, jetzt haben wir natürlich richtig eine schöne Masse an Truppen hier am Start. Was sicherlich nicht schlecht ist. Okay, er schickt da schon mal ein bisschen was. Dann hauen wir hier einmal... okay, da müssen wir einen Megalakaien mit reinziehen. Und ich würde sagen, hier die Gang. Jawohl, die Gang hat's gerissen. Na super. So, damit ist auf jeden Fall sein zweiter Turm schon mal essig. Ja, da kann er ruhig damit kommen. Das macht nichts. Wir ziehen hier einfach mal die Jungs hinterher. Allerdings haben die jetzt auch unseren zweiten Turm bekommen. Das ist natürlich ein bisschen dösig. Okay, einmal den hier hinter. Ach nee, der Kampf ist schon wieder vorbei. Ich gucke hier auch nie auf die Zeit und verliere mit den Leuten einen Kampf nach dem nächsten. Okay. Ja, da haben wir eine Krone bekommen, aber das ist natürlich nichts an der Stelle. Ja, passt auf. Nochmal ein Deckwechsel, jetzt mal auf dieses Deck hier. Mal sehen, ob wir da wenigstens was mit reißen können. 3 Angriffe, 3 Decks, wir sind immer noch bei 38 von 50. Ja, ist ein bisschen doof. Aber was willst du machen? Wenn die Leute auch mit mir einem Clash Royale Noob zusammenspielen müssen, dann kann das auch nichts werden. Jo, ich bin wieder mit jemandem aus meinem Clan in einem Fight jetzt mit dem dritten Deck. Oh, die kommen gleich mit dem Scharfrichter hier um die Ecke, okay. Dann setzen wir hier schon mal unseren Bowler und unseren Ofen. Das ist an der Stelle jetzt nicht ganz so schlimm. Ja, okay, der keine Karte ausgewählt. Wieso wähle ich hier eigentlich keine Karten aus?
So, jetzt habe ich aber Karten ausgewählt. Aber der Gegner hat schon so ein bisschen was auf uns gemacht und ist natürlich mit dem Scharfrichter richtig gut zugange. Ich versuche hier mal ein bisschen außer Luft mit zu unterstützen. Ja, das sieht gut aus. Jetzt kommt zumindest mein Drache, mein Babydrache, ein bisschen weiter und schafft schon mal wenigstens einen Hit auf den Turm. Aber er ist hier jetzt mit dem Inferno dabei. Und ich würde sagen, wir machen nicht auf zwei Seiten weiter. Ich gucke mal, dass ich vielleicht hinter dem Riesen den Königsriesen hinschicke. Mal schauen, was wir an der... Ah, jetzt habe ich natürlich nicht genug Elex hier, weil ich gerade den Magier rausgehauen habe. Wir mussten noch ein bisschen verteidigen. Okay. Jetzt muss man... Oh, der Scharfrichter ist natürlich stark in der Verteidigung, aber ich sehe, dass... dass der Nupi auch einen Scharfrichter mit im Deck hat. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier mit dem Bowler machen können. Auf der linken Seite schon mal. Auf der rechten Seite jetzt einen Scharfrichter, die Skelette zu setzen, wäre natürlich dösig. Aber er kommt jetzt mit dem Fass. Und aber mein Bowlerstein trifft hinten links nochmal oder schon mal den Turm. Der ist auf 556. Ah, das sieht noch ganz gut aus. Und mal sehen, ob wir den nicht mit dem Königsriesen gerade wegmachen können, dass wir uns so ein bisschen auf die Verteidigung schon mal konzentrieren können. Und ja, jetzt hätten wir natürlich... Komm, einmal knallen hier. Dann ist... Ah, nee. Okay. Da hat er den... Ah, der Inferno steht gut, aber er steht nicht mehr lange da. Das wird sein Problem sein. Und... deswegen kommen wir sicherlich auf der Seite vielleicht mit Lufttruppen durch. Mal sehen. Aber er kommt jetzt schon wieder mit dem dösigen Fass hier unten. Und ja, das sieht aber auf der Seite ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir ziehen... Genau, er zieht da die Elite-Barbaren hin. Und hier ziehen wir einfach jetzt mal den Bowler dahinter. Dann, damit haben wir jetzt auch den zweiten. Das sieht gut aus. Und jetzt gucken wir mal... zur absoluten Ablenkung hier schön die, ah super, Hexe und den Riesen. Das ist natürlich krass. Jetzt müssen wir hier nur einen Ofen rauskriegen. Nein, wir haben gewonnen. Ja, super. Jawohl, ein gewonnen sind 0,5, glaube ich, die man dafür kriegt. Wir bekommen einen. Und ja, das war ein erfolgreicher Kampf. Ich mach's gleich nochmal mit dem Nupi. Und ja, das macht natürlich total Laune hier. Das Clashen zu zweit hier in Clash Royale. Nochmal gleiches Deck. Vielleicht sollte ich das Deck auch mal nehmen, wenn ich Solo spiele. Denn macht ja schon ein bisschen was her, ne? So, Königsriese mal dahinter gezogen. Mal schauen, was er uns da entgegensetzen kann. Und dann nehmen wir hier noch davor den Bowler. So, einmal die Hexe geknallt hier an der Stelle. Mal gucken, der Bowler macht jetzt schon ein bisschen was weg. Ja, das sieht noch ganz gut aus. So, jetzt müssen wir aber hier ein bisschen außer Luft mal kommen und unsere beiden Clan-Mates hier unterstützen, den Scharfrichter und den Eismagier. Ich weiß gar nicht, achso, er kam dann mit dem Ritter, okay, den hat er jetzt einfach so zur Ablenkung gesetzt, dann wollen wir unseren Turm so ein bisschen schützen. Keiner ist bisher dem anderen so ein bisschen zu nahe getreten. Aber der Lava-Hund geht jetzt natürlich erstmal auf den Ofen. Und okay, er kommt da mit der Hexe. Ja, da können wir sicherlich ein bisschen gegen anstinken. Wir lassen hier unten unseren Königsriesen mal laufen. Der Ofen ist ja noch an, hätte ich fast gesagt. Und so, einmal die Skellies hier hingezogen, einmal geknallt und dann gehen die Truppen hier hoffentlich durch. Okay, der macht jetzt erstmal den, aber das sind 2-3 Schuss. Jetzt haben wir den Knall natürlich schon einmal verheizt und müssten hier jetzt noch ein bisschen Luftunterstützung mit reinbringen. Aber der Königsriese schießt jetzt schon mal auf den Turm. Turm ist auf 97. Das sieht noch ganz gut aus, zumindest auf unserer Seite, aber er kommt hier jetzt mit dem Hockrider. Jetzt sollen die erstmal auf meinen Ofen gehen, wenn überhaupt. Ah ne, es war gar kein Hockrider, glaube ich. So, ich denke mal, der Bowler ist hier jetzt super aufgehoben gegen den
was war das? Prinze, glaube ich, ne? So, jetzt ziehen wir auch mal unsere Hexe raus. Ja, echt spannend hier. Ich kann kaum noch was sagen, muss ich sagen. Dann muss es hier jetzt vielleicht die Masse machen, keine Ahnung. So, jetzt ziehen wir noch mal Luft hinterher. Mal sehen, ob wir wieder unser Bodendeck unterstützen können. Das sah ja eben nie schlecht aus. Der Gegner kommt uns zwar jetzt ein bisschen näher, aber wir kriegen noch rechtzeitig wieder unseren Ofen rausgezückt. Und er hat zwar dagegen immer irgendwas da entgegenzusetzen. Jetzt ziehen wir den Bowler nach, dass der ein bisschen seine Steine macht. Einmal reinknallen hier in die Mitte. Und okay, er kommt jetzt schon mal da mit dem Feuerball. Jawohl, ein Riese, ein Hit. Super. Kampf vorbei, wir haben gewonnen. Ja, sauber. Und wieder ein für uns. Ja, so läuft das, aber ich kann jetzt leider nicht mit dem Nupi weitermachen. Und Nupi hat jetzt auch schon einen anderen Mate gefunden. 41 von 50, nur noch 9 Truhen, nur noch 9, wie heißt es eigentlich? Kronen da rein. Ja, ich glaube Kronen sind das. Und dann haben wir hier auch die Clan-Truhe wieder voll. Ich guck mal, wie ich jetzt wenigstens noch ein bisschen was mitmachen konnte. Ja, 2,5, das ist für mich in Ordnung. Dafür, wenn ich natürlich sehe, hier Final und Kenan, krass, krass, krass. Okay, ja super. Das Event in jedem Fall mitgenommen und mal nicht verschlafen. Wir haben noch keine Herausforderung. Ich bin noch nicht abgestiegen, mache sicherlich im Laufe des nächsten Tages hier weiter und beobachte das hier noch weiter. Spiele bestimmt noch 1-2 Kämpfe mit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr Clash Royale sehen wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das auch. Dann gucke ich mich mal vielleicht ein bisschen ein. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.